Auf die Idee kamen wir schon 62 als Lehrlinge. Wenn wir diese Stapel gesetzt haben, wollten eine trinken. Gerade hier so genommen, zack, an dem Regal vorbeigezogen, abgeplatzt, rausgezogen. Haben wir sie ausgesaugt, haben wir sie fallen lassen, mit dem Korb zusammengekehrt, haben wir uns hingefallen. War ja keine Verletzung am Korb gewesen. Das musste uns ja abnehmen. Charakter. Boden. Charakter. Mode. Charakter. Böden. Charakter. Charakter. Mode. Böden. Charakter. Böden. Charakter. Botte, Botte und nochmal Botte. Willkommen zurück, heute zur schon 7. Folge von Charakterböden, dem Podcast, wo wir versuchen herauszufinden, was großen Wein wirklich ausmacht. Dies ist der zweite Teil eines Gesprächs mit Johann Josef, genannt Hajo Becker, der schon über Jahrzehnte eine der Kernfiguren des Weingeschehens im Rheingau ist. Und einer der ersten ist und war, der es hierzulande schaffte, sowohl rote wie auch weiße Weine auf Weltniveau zu produzieren. Ging es in der ersten Folge noch hauptsächlich um die Küfer und Kommissionäre der Vergangenheit, den Berg Bildstock und alles rund um Walluf, um Rhein, Sonn, Vitus und Oberberg, sind wir heute vor allem im Walkenberg. Dann mal kurz unten im Keller und vorher noch an einem ganz besonderen Ort, aber dazu später mehr. Und natürlich in dem Weingarten der Familie, wo wir uns einerseits schon jetzt für manches Nebengeräusch entschuldigen möchten. Wo uns aber das Gesagte dennoch wichtig genug erschien, es nicht unter jenen Esstisch fallen zu lassen. Und nun ja, die ASMR-Freunde unter ihnen werden sicherlich auf ihre Kosten kommen. Sagen wir es mal so. Aber Zeit, den Herrn selbst zu Wort kommen zu lassen. Erfahrungen aus dem Weinhandel in den Generationen vorher mit reingespielt, Jahrgänge zurückzuhalten und lange einzulagern, bis sie in Verkauf gehen? Nee, es war ja früher an sich üblich, dass ein Rheingau-Riesling erst im zweiten oder dritten Jahr getrunken wurde. Da war ja auch teilweise die Weinwerbung drauf abgestellt. In welcher Form war das darauf abgestellt? Ah ja, zum Beispiel gab es, kann ich mich erinnern, es hängt glaube ich jetzt noch so ein Schildchen bei uns. Als DWI damals rausgegeben, jetzt den 64er trinken. Das war vielleicht 67 oder 68. Das hat sich natürlich alles total gewandelt. Es geht alles auf schnell, schnell, schnell. Es haben sich auch die Ausbaumethoden gewandelt. Mit diesen ganz hyperfruchtigen Weinen, kalt vergoren, mit speziellen Hefen. Und die Weine leben natürlich von ihrer Fruchtigkeit. Gell? Wenn die mal weg ist und die bleibt nicht stehen, dann fangen die an langweilig zu werden. Die sollten schon in 2 Jahren getrunken sein. Und das, was man früher auch die Wertigkeit ausgemacht hat, dass man gesagt hat, hier, Rheingau-Riesling ist wie ein Bordeaux-Wein, was das Altern angeht, das ist der lagerfähigste Wein für Weißwein und so, ja, da hebt gar keiner mehr drauf ab. Das interessiert kaum mehr einen. Aber wurde das dann seitens der Winzerschaft forciert, weil der Kapitaldruck zu hoch war, um... Hey, nur das war halt, eben, dass immer mehr Leute immer größer wurden, dass die viel Wein hatten. Dass es auch dann mit den Märkten losging. Ich behaupte mal, vor 40, 50 Jahren ist der meiste Wein über Fachhandel und Gastronomie gelaufen. Das ist besprochen worden, dann haben die Leute was erklärt gekriegt. Und heute gehen die Leute ans Regal und sollen zugreifen. Und da muss man natürlich, man fand es erstmal unten rum. Schlagworte haben auch.
Das ist noch ein altes Haus. Alles andere hier ist neu. Und auch der Weigenberg, das ging früher bis hier hin. Oben, unten nicht. Und das ist jetzt wieder ein neues, kleines Neubaugebiet, was sie hier ausgewiesen haben. Welchen Prozentsatz von dem Jahrgang legst du denn auf Seite? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke mal, auf Seite legen kann man ja erst sagen, wenn er mal über 10 Jahre alt ist. Bis 10 Jahre ist er bei mir in der offiziellen Liste drin. Ja. Also hier geht es jetzt los. Das ist Becker Weigenberg. Hier ist wieder relativ viel Stein. Da unten ist noch mehr Stein. Bin ich das schon wieder hier? Nee, war nichts. Das Teil hieß auch früher Steinritz. Dann kam hinten dran Röderweg und dann hinten dran kam Weigenberg. Weigenberg, der Name kommt vom Tal unten an dem Wallufbach. Der ist nur 7,5 Kilometer lang, hat aber viel Wasser geführt und da waren im Mittelalter um die 20 Mühlen. Und am anderen auch Walkmühlen, die also Leder bearbeitet haben, und deshalb hieß es hier an der Weigenberg, war eben gegenüber von den Walkmühlen. Das ist jetzt ein zweijähriges Jungfeld, ganz toll gewachsen, weil hier halt viel Wasser ist. Gell? Das ist alles Riesling. Der Spätburgunder hier, die paar Zeilen sind ungefähr 8 Jahre alt. Da muss er noch richtig ausgedünnt werden. Dann hier mein Lieblingsweinberg, 59 gepflanzt. Der leidet jetzt richtig. Das ist nicht mehr eine geschlossene Zeile. Da macht es auch keinen Sinn, zwischendurch einzelne Stöcke zu ersetzen. Hier hatte ich schon mal angefangen, Stöcke zu ersetzen. Hier, deshalb ist es noch ein bisschen geschlossener. Da hier unten, der Weinberg ist auch knapp 50 Jahre alt, ein Riesling. Da haben wir jetzt schon ein bisschen rausgeschnitten hier. Ja, und das ganze Gebiet hier wollte ich vorhin erzählen. Da hatten die in der Gemeinde mal vor, Baugebiet rauszumachen. Und deshalb bin ich vor 40 Jahren in die Politik gegangen, um zu verhindern, dass hier ein Baugebiet entsteht. Und wenn es Splitterparzellen gewesen wären, ohne dass wir hier, hinten der Weinberg ist Weller, das ist also Toni Joost. Bis dahin war alles Bäcker und deshalb an dem Platz kommen die nicht vorbei. Sonst laden sie sich ja die einzelnen Besitzer ein und dann werden die heiß gemacht, von wegen, was sie für ein Geld verdient. Und wenn da mal so ein Drittel bis die Hälfte gebröckelt hat, dann ziehen die es einfach durch. Aber hier, das war halt ein Bollwerk, da ging nichts. Und deshalb ist der Weigenberg noch so erhalten, wie er hier steht. Macht man sich auch nicht nur Freunde, oder? Nee. Aber es macht nichts. Wie heißt manchmal, viel Feind, viel Ehr. Na, wenn man halt eben eine Überzeugung hat und für die einsteht, ist schon klar, dass da mal der eine oder andere das nicht ertragen kann. Weil er vielleicht auch bloßgestellt wird bei der Geschichte. Welche Rolle spielt denn der Weinbau an sich für den Ort? Außer dass so komische Typen wie wir natürlich niemals was davon gehört hätten. Also der Ort ist ja, da gibt es ja eine Urkunde, die in München im Museum ausgegraben wurde, dass ein Wallufer Bürger zu seinem Seelenheil dem Kloster Lorch
Grundstücke, unter anderem auch Weinberge in Walluf, überschrieben hat. Und diese Urkunde stammt aus 779. Und da es keine ältere gibt, sind wir die älteste urkundlich erwähnte Weinbaugemeinde des Rheingaus. Das ist auch nochmal Spätburgunder. Das sind übrigens nachgezogene von dem alten Weinberg. Den habe ich dann rübergeholt, veredelt. Den habe ich vor 2 Jahren ausgehauen. Der war über 50 Jahre alt. Ein Riesling, und der muss jetzt mal schön noch bestimmt 5-6 Jahre brach liegen, damit der Boden sich richtig erholt und dann wird er wieder neu bestockt. Hast du den damals auch selbst schon gesetzt? 59, nee. 3 Jahre später bin ich in die Lehre gekommen. Was mit der Kinderarbeit im Rheingau dann doch noch nicht. Ja, aber was wir gemacht haben in der Zeit, wenn wir in der Schule kamen, wir sind alle schon zur Weinlese mitgegangen. Gell? Früher konntest du ab 10 oder 12 mit in die Weinlese gehen. Und das war unheimlich beliebt bei den Kindern. Die wollten alle Geld verdienen. Und da gab es ja extra Ferien. Und irgendwann sind die Ferien so gelegt worden, dass bloß kein Kind mehr Zeit hat, in die Weinlese zu gehen. Weil das ja alles ganz verwerflich ist. Dabei haben wir es alle gern gemacht. Das war ein riesen Gaudi gewesen. Da hier sieht man diese braunen Dinger, die da drin hängen. Das ist von der Hitze verkocht vor 3 Wochen hier. Und das ist keine Krankheit. Ist auch kein echter Sonnenbrand. Das war einfach zu heiß. Was für Temperaturen hatte der hier? Ach, da war es im Stock über 40 Grad. Und da hat es dann natürlich ein bisschen hingelangt. Für wie groß hältst du denn realistisch die Gefahr, dass es hier mal in absehbarer Zeit keinen Wein mehr trägt? Von der Natur her? Ja. Also hier ist sehr gering, sehr gering. Weil hier von Natur aus viel Wasser im Boden ist. Hast du da bei anderen Stücken andere Befürchtungen? Bitte? Hast du da bei anderen Stücken, anderen Lagen andere Befürchtungen? Ja, zum Beispiel in Sonnenberg, wo wir vorbeigefahren sind, diese Kiesadern, da wird's schon ein bisschen schwieriger. Oh, wir hoffen ja mal, dass jetzt wirklich mal richtig Wasser kommt. Das kann ja nicht sein, ja. Und die Bewirtschaftung mit den Maschinen, das geht von drüben aus. Wollt ihr euch das angucken? Gerne. Die ganzen Weinbergsmaschinen, die stehen hier drüben in der Halle, von da aus wird auch gespritzt und alles gemacht. Ich habe mich früher mal mit Pferden beschäftigt, habe Kutschpferde gehabt, das ging alles von da drüben aus. Aber ich weiß nicht, wo ich die Zeit damals hergenommen habe. Das wäre heute ausgeschlossen. Ja, der ein oder andere Abstrich im Privatleben. Ich bin früher... Wie mein Vater und mein Onkel noch da war, ich bin 6 bis 8 Wochen im Jahr gesegelt. Richtig Regatta-Zirkus. Travemünderwoche, Kielerwoche, die ganzen Beichenseen abgesegelt. Und Ende der 70er Jahre war es dann vorbei. Hatte das einen bestimmten Grund? Ja, ich war zu sehr gefordert hier im Betrieb. Oh, mein Mitarbeiter. Heißt aber keiner Lukas. Quatsch, das sind irgendwelche Schmierereien. Das sind irgendwelche Schmierereien.
Gut, gut. Wie weit bist du gekommen? Brocken ist noch halb fertig. Okay. Also hier ist das Ganze. Hier ist übrigens das alte Schiff von meinem Vater noch. Ein alter 45er nationaler Kreuzer. Baujahr 26, aber kaputtes Totholz. Der müsste also von unten rauf komplett aufgebaut werden. Und ich glaube, das kann ich mir nicht mehr geben in meinem Leben. Das muss mal irgendjemand anders machen. Da hinten liegt noch ein alter Pirat, das ist mein erstes Schiff gewesen. Ich kann mich halt schwer von was trennen. Nee, nee, das war mein erstes Schiff. Denn ich seh's, okay. Der Pirat von A&R, Baujahr 56. Nee, das hat mein Vater hat immer 45er gefahren, das war sein Faible. Der hat hier bestimmt 5, 6 Schiffe hergebracht und dann wieder neu gesucht. Der lag früher mal auf dem Ammersee und dann auf dem Bodensee. Super, oben alles in Ordnung, nur unten Totholz ist kaputt. Und das ist eine scheiß Arbeit, da müssen die ganzen Spanten abgetrennt werden, alles neu mit Spanten gezogen werden. Und Kostenpunkt, was weiß ich, 85.000, 90.000 Euro. Und da muss man halt einen Liebhaber, der kommt und sagt, hier, mach ich, räume ich es ihm raus, kann das mitnehmen. Hier kann ich anhängen, hochziehen, kein Problem. Dann war die Ecke der Pferdestall. Da hinten, noch komm, wir können ja uns die Klauen noch hier. Da stehen noch zwei alte Kutschen. Die linke ist ein Jagdwagen vom Schloss Johannisberg, rechts ist vom Schloss Vollrats. Das ist ein Geländewagen, moderner. Aber schön war es, nur es ist vorbei. Da waren die Pferdeställe drin. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Pferdename. Und die waren im Sommer, konnten immer rein und rausziehen, die wollten das ja hinten nochmal so ungefähr 5000 Quadratmeter. Tja, haben wir viel Spaß gehabt, wir zwei. Mal gucken, wenn Eva Slotchen Spaß hat, das aufzubauen geht schnell, das ist kein Problem. Das ist eigentlich auch was Gutes, Alter für Segelpferde. Ja, ich habe mit 8 angefangen. Und da hier in die Bude. Der alte Kohleherd meiner Großmutter mütterlicherseits. Den habe ich mir hier oben ein Hochbett reingebaut. Und hier habe ich mal 5 Jahre gelebt. Wie unten diese Firma auseinandergemacht wurde, da ist mein Häuschen ist den anderen in die Hand gefallen und da war es so richtig stinkig. Ich habe es so abgerissen und gesagt, so, jetzt ziehe ich mich jetzt zurück. Es war eine ganz gute Zeit, weil keiner wusste, ist er da, ist er nicht da. Ich habe das Auto rausgefahren, die Tür zugemacht und da konnte ich hier machen, was ich wollte. Hatte ich Schafe, meine Pferde, Hühner, habe mal ein Jahr lang gemolken, habe selbst Käse gemacht. Ja.
Ah ja, komm, dann fahr mit. Mach die Tür zu, fährst mit. Wie du willst, kannst du auch einsteigen. Das gehört alles mit dazu hier. Das habe ich von der Gemeinde, über die Flurbereinigung von der Gemeinde geholt. Das sind also hier oben ungefähr knapp 7000 Quadratmeter. Und da könnte die Eva auch noch eine neue Kellerei hinstellen. Wir haben sofort hier Anschluss an die Hauptstraße. Da geht es um die Ecke, ist mal auf der Autobahn. Das geht jetzt von hier, wo der Pfosten ist. Aber spricht irgendwas wirklich gegen die Kellerei? Wenn du sagst, hier ist oben eine Neuheit hinzustellen, spricht denn wirklich was dagegen, die unten weiter zu betreiben? Ja, unten ist natürlich mit Hochwasser und sowas, man weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Ja, und im engen Ortskern, wenn ich zum Beispiel Flaschen kriege, dann ist hier 2,5 Stunden alles gesperrt, gell? Ja, da macht man sich auch nicht nach vorne. Also logistisch ist es auch von der Arbeit her wesentlich einfacher, wenn man das unten nur zur Repräsentation nimmt und den Weingarten und dann die ganze Produktion hier hoch verlegt. Mit dem gefrorenen Rhein und dem Hochwasser, den Fässern, die sich so hernehmen. Das ist ja Wahnsinn, was so ein Betrieb über die Jahre alles mitgemacht hat. Der Rhein ist ja Rüdesheim, gell? Ja. Das ist Rüdesheim in 20er Jahren. So. Hundel, komm. Aus, aus, aus. Sollen wir noch schnell durch den Keller laufen? Flaschenlager. Füllanlage, mit der ich mich jetzt gleich noch beschäftigen muss. Hier draußen. Ist die Annahme. Das ist alles ein bisschen durcheinander gestellt hier. Das sind die zwei alten Wilmespressen, mit denen ich alles mache. Und da gibt es da hinten noch so eine kleine, Tausender. Ich liebe diese Pressen, weil ich individuell spielen kann und
sind zwar keine Vollautomaten, aber es muss sowieso einer hier sein. Was machst du mit dem alten Rebholz? Brennholz, muss weg. Der Winter war nicht so hart, wie ich gedacht habe. Jetzt muss ich jetzt alles an die Halle rauffahren, das ist hier aus den Füßen, das wird alles leergeräumt von hier. Das ist unterkellert, das geht durch bis auf die andere Straßenseite und das ist unterkellert und das ist unterkellert. Jetzt gehen wir runter. Das klingt so, als gäbe es genug Fläche. Da liegen so ältere, teilweise auch noch Reste aus der Weinhandlung, weil die gar nicht von uns sind. Je nachdem, woher diese sind, ist es dann aber auch ein. Bitte? Je nachdem, woher diese sind, ist es dann aber auch ein archäologischer Spaß. Nee. Dann haben wir hier die Fülltanks für Hochpumpen. Da hinten ist ein Fasskeller, hier ist ein Fasskeller hinten dran. Da habe ich gerade mal aufgemacht, weil ich an diesen Motor muss. Den Aufzug hat es erwischt. Muss unten, die Schienen müssen verlängert angeschweißt werden. Ich habe die ganze Zeit gewundert, wieso der so wackelt unten. Jetzt habe ich einen Monteur hier gehabt, der kommt wirklich. Seitdem es den Auszug gibt, wird er jedes Jahr gewartet, seit 69. Kriegen die nicht mit, dass diese Dinger da unten abfaulen? Nur für Licht. Und dahinter das Flaschenlager. Leider sind diese Keller alle zu niedrig, weil wenn ich hier Meter tiefer gehe, stehe ich im Wasser. Das ist dem Strom geschuldet. Ja, aber dafür ist es ja eine Menge an Platz, von der viele andere auch nur träumen können. Naja, könnte mehr Platz gebrauchen. Es riecht hier so schräg, weil mir da eine Lampe abgebrannt ist. Dieser Geruch ist kaum rauszukriegen. Ich kann jetzt bei der Temperatur nicht ständig lüften, dann mache ich mir den ganzen Keller warm. Da sind noch zwei alte Keller. Ist jetzt ein bisschen Schimmel gewachsen, weil ich nicht die Zeit habe, ständig Fässer von außen sauber zu machen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Gute Spinne. Das ist weiß, das ist der schwarze Kellerschimmel. Der verfärbt sich grau. Und wenn er dann im Dauerzustand ist, ist er hier schwarz. Das ist, wenn er wächst. Nennt sich aus Kellertuch, guck hier so ein bisschen abgefallen. Wächst ganz dick, ist eine Art Verwandter des Penicillins. Und im Ersten Weltkrieg in Frankreich haben die aus den Kreidekellern das Zeug rausgerissen und haben Wunden mitbehandelt. Und nutze die Fässer dann für irgendwas Bestimmtes? Die sind alle in Benutzung, die da drüben nicht mehr.
Aber die haben auch schon was auf dem Buckel, oder? Ja, ja, diesen. Teilweise noch schon, da im Mittel liegt eins, das ist noch voll. Und hier werde ich mich jetzt die nächsten 3 Wochen bis zur Ernte rumtreiben müssen. Alles füllfertig machen. Dann muss er noch gefüllt werden. Und dann haben wir die Dinge, die da kommen. Das ist alles Rotwein hier. Ich bin ja als Saufen in Rotwein vor, ja, das war ja unglaublich. Bitte? In Rotwein, das war eine unglaubliche Erntemenge, die da reinkam letztes Jahr. Alles ohne Etikett, weil die Etiketten hier unten vergammeln, ja. Und muss dann immer, wenn es hochkommt, abgeweichen und etikettiert werden. Deshalb ist es jetzt mit dem Aufzug ein Riesenmalheur. Ich kriege ja keine einzige Flasche mehr hier raus. Ich kann ja nichts mehr hochfahren. Ja, aber so ein bisschen künstliche Verknappung kann ja auch für die Preisentwicklung. Naja, also wenn jetzt ein Auftrag kommt, der muss ja raus. Die Leute wollen den Wein haben. Aber jetzt habe ich einen Freund überredet, der mir die Woche noch den Aufzug wieder richtet. Geht natürlich nur in so einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt. Ja. So eine Hand wäscht die andere und dann geht es. Und was steht da jetzt morgen zur Füllung an oder heute Abend? Nee, morgen. Heute Abend nichts mehr. Rosé Liter. Das ist der erste 18er, den ich dann fülle. Und selbst bei den Sachen, die tendenziell eher früh gefüllt werden, wartest du dann nochmal? Es gibt nichts, was tendenziell früh gefüllt wird bei mir. Was ist das hier? Die Firma? Die Firma, die das Lager gebaut hat, Moskow. 59, 60 ist es gebaut worden. Ziemlich gutes Logo. Gibt es die noch? Ich glaube, die gibt's noch. Das ist natürlich früher ein Ding, es ist ja alles von Hand reingesetzt worden, gell? Ja. Und die heutigen Flaschen, die sind so vergütet, da musst du überall Toilettenpapier zwischenlegen, sonst flutschen die raus, die bleiben gar nicht liegen. Da haben wir früher Freistöße gesetzt, so einfach Flasche an Flasche auf Latten und dann hochgesetzt mit so Eisenwinkeln dran. Ja, heute bei der Füllung, zack, zack, in die Gitterboxen, runter, aufstapeln, fertig. Das hat wohl viel mehr Leute gebraucht. Wenn man da noch einen Keller ausgelagert hat, der oben an der Bahn war, ja, da waren 4 Mann beschäftigt mit Fahren. Und aussetzen und runterrutschen. Runterrutschen und hochtragen, waren keine Aufzüge drin. Dann braucht man auch kein Fitnessstudio. Nee, das war richtig scheiß Arbeit. Okay, wollen wir hoch? Jo. Nochmal, zum Wohl. Zum Wohl. Ups. Ja, welche willst du? Frost. Danke für die Ausruhe. Bitte. Du hast dich relativ früh für die Glasstopfen entschieden, oder? Das war der erste. Ich habe auch mit denen ziemlich eng zusammengearbeitet, bevor die dann kamen. Wir sind ausprobiert. Und ich bleib auch dabei. Der Glasstopf ist nur ein Problem. Abgesehen davon, dass er relativ teuer ist gegenüber dem Schraubverschluss. Das ist Freifahrwerk. Er ist auch in schnell laufenden Vollautomaten schwer zu handeln.
weil das so schwer stabilisieren ist. Durch dieses Gewicht, was er hat. Und wo kam die Überlegung her? Mit dem Darmstoff. Mhm. Das war ein Arzt, der Dr. Mattis in Alzey. Wenn man ursprünglich Weinbau studiert hatte, da hat er eine Frau kennengelernt, die aber Medizin studiert hat. Dann hat er umgeschult auf Medizin. Hat immer über die Korkschmecker geärgert. Hat also eine Zeit in Geisenheim. Dachte, hier muss doch Glas auf Glas gehen. Hatte an Schnittflaschen gedacht. Und dann ist das zu kompliziert, das ist doch viel zu teuer. Man kann keine Schliffkorken. Die Produktion ist da alles Wahnsinn. Und dann kam auf die Idee mit diesem Dichtring. Und hat dann mit Alcoa sich zusammengetan. Alcoa ist ein Aluminiumhersteller. Und die haben diese Kappen gemacht oben, um es festzuhalten. Und die wollten ja Kappen verkaufen. Und diese Verschlüsse herzustellen, das Problem ist das Auskühlen. Dieses Klumpen ins Glas. Dass der dann die Farbe behält und sich verändert und keine Risse kriegt. Das hat nur eine schlesische Firma hingekriegt. Und die hat es halt komplett genommen. Das wird alles aus der Tschechei auch vertrieben. Und die arbeiten mit Spezialisten. Die machen auch ganz viele Momente in der Schnapsbranche. Liköre und sowas. Das ist halt ein Nischenprodukt. Das wird niemals die Menge besetzen. Ich denke mal, wenn man schon von Hand liest und alles handwerklich macht, dann darfst du einfach nicht scheitern. Das ist für mich wirklich, weil es auch so ein schönes Handfeeling hat. Das ist die Perfektion. Das ist ja wenig elendiger als in einen alten, in eine alte Magnum den Korkenzieher einzuführen und plötzlich nur noch so Sand vor sich zu haben. Was zu haben? Das ist reinfällt der Kork. Da gibt es einen ganz guten Trick. Flaschen mit Kork, die wirklich alt sind und nicht weiß, wie der Kork reagiert, probiere ich das gar nicht. Dann nehme ich ein starkes Küchenmesser, mache die Kapsel ab, hau von oben gegen den Rand, da platzt das genau ab, kann ich den abziehen, da guckt der Kork so weit raus. Ich traue mich aber, ich gehe dann mit den Zähnen dran, ziehe ihn raus und ansonsten kann man ja zwei Gabel nehmen. Und das wäre sicher, er fällt nicht rein. Ich habe jetzt, wie wir vor 3 Jahren in New York waren, habe ich den Leuten auch vorgeführt, die waren völlig begeistert. Du säbelst den Kraken durch mit dem Glas. Okay. Das platzt genau an dem, an der Bandmündung platzt es ab. Auf die Idee kam man schon 62 als Lehrling. Wenn wir diese Stapel gesetzt haben, wollten eine trinken, gerade hier so genommen, zack, an dem Regal vorbeigezogen, abgeplatzt, rausgezogen, haben wir sie ausgesaugt, haben wir sie fallen lassen, mit dem Kork zusammengekehrt, haben wir uns hingefallen. War ja keine Verletzung am Kork gewesen, das musste uns ja abnehmen. Schade Methode. Wie groß waren denn die Jahrgänge bei dir in Geisenheim? Da waren 60 Gartengestalter da. Und 12 Weinbauern. Und mir war richtig Zoff gemacht. Ist der Link, früher hast du ja kein Abitur gebraucht für Geisenheim. Ist mir sehr zu Pass gekommen, weil ich ein fauler Hund bin. Und du musstest mittlerweile reif haben. Eine abgeschobene Lehre. Und insgesamt 4 Jahre Praxis. Dann kannst du in Geisenheim anfangen zu studieren. Also Abitur wäre verloren Zeit gewesen. Wir haben ja die Lehre drauf. Und noch die 4 Jahre Praxis. Und da mein Vater so viel älter war, haben sie mich also durch die Schule durchgedrückt. Mit allem Möglichen. Der Facharzt geholfen, hat mir Nachhilfe in Latein gegeben und also so Geschichten. Ja, und dann waren wir eben 12 Mann im Semester. Und wir haben natürlich auch mit den Professoren diskutiert. Wir haben da Praxiserfahrung gehabt. Wenn die uns was vom Pferd erzählt haben, das funktioniert doch gar nicht. Und dann gab es heiße Diskussionen. Das war schon ganz spannend.
Wenn ich mir das heute angucke, die Leute haben das ja nicht unheimlich groß gießen. Aber praktisch. Wie in Delling. Wir haben auch noch praktisch in Geisenheim gearbeitet, in der Kellerwirtschaft. Wir haben Filter angesetzt, mussten alles machen. Wir mussten alles erklären können. Und ganz lustig war es, wie wir das erste Mal probiert haben, hatte alte Trostens auf den Hof gestellt, einen Eimer verkehrt rum genommen, alte Freien hingezogen, hat dem Flasch Wasser in die Hand gedrückt, hat gesucht, so, okay, die Abstand bleibt so schön, kommt gleich wieder. Wenn du schaffst, in den Kreis reinzuspucken, dann kannst du auch mit dem Wein probieren. Da stand der Eimer auf dem Boden, aber du siehst, dass der Boden versaut hat. In welchem Jahrgang hast du dann Abschluss gemacht? 68. Das heißt, so ganz kurz vor dem aktuellen Dönhoff Senior. Wann hat der gemacht? Der war, sagt zumindest, er war 68, 69 in Geisenheim. Ja, ja. Finde ich ja gut. Heute funktioniert es ja ganz klar auch so als Vernetzungsort. Und was wir heute machen, super, internationale Weinwirtschaft, die ganzen Geschichten, ja. Allerdings war zu meiner Zeit so, die nicht zu Hause im Betrieb sind, die haben alle zig Angebote gehabt. Ich habe einen Freund aus Frankfurt, der hat keinen Betrieb daheim gehabt. Ich bin erst mal 2 Jahre durch die Welt gedüst. Hat überall einladen lassen. Ein halbes Jahr reingeschnuppert. Aber vielleicht muss ich erst mal weiter, vielleicht komme ich wieder. Mal der Schnur, leider auch schon tot. Ein ganz guter Freund von mir, der Henning Fischer, der ist ganz früh gestorben. Dr. Fischer an der Saar. Der ist 2 Jahre lang gestorben, der hat Krebs gehabt. Kommt aus einer Ärztefamilie und die haben immer wieder gedacht, es gibt was Hoffnung oder so. Ganz schlimm. Das dachte ich neulich mal, als auf einer Beerdigung kam, dass sich das ja irgendwann ja so dreht, dass man öfters auf Beerdigungen als auf Hochzeiten ist. Ja, immer wenn ich so auf Beerdigung bin, dann nennen wir es zum anderen sagen, Leute, nächstes Jahr treffen wir uns irgendwann. Aber unter Lebenden. Und wenn er tot ist, habt ihr die Zeit. Mit dem könnt ihr nicht mehr reden. Der hätte es gefreut, wenn er nochmal mit ihm geredet hätte. Lass uns einfach mal öfters treffen. Ist es einfacher, mit Winzern Kollegen befreundet zu sein, die weiter weg sind? Ich hatte 2 Kollegen, die wir zusammen studiert haben. Mit dem einen bin ich nicht unbedingt Freund, wir sehen uns. Aber mit dem anderen zusammen habe ich ein Nachtrevier und alles Mögliche. Wir tauschen uns ständig aus. Da ist auch kein Konkurrenzdenken. Sag mal, das Schlimmste, was es in so einem Beruf gibt, ist, wenn man auf irgendeinen neidisch ist. Ja, der macht es doch vor und macht es doch nach. Ist doch ganz einfach. Wenn der einen Erfolg hat, ist es doch gut fürs Gebiet. Dann muss ich nicht hingehen und den bei anderen Leuten schlecht reden. Das war ja früher in den Weinbaugebieten so. Wenn einer unten den Winkel nach dem Schloss Vollrats gefragt hat, dann kam ein Winter und gesagt, oh, das ist doch viel zu teuer, aber kommen Sie mal zu mir, ich habe auch gut Wein. Und so. Das ist ein Scheißdreck. Den Hund zu füttern. Na, wenn er jetzt die Wurst riecht, dann beschwert er sich nicht zu Unrecht. Schmeckt euch die Wurst? Okay, ich meine, hol noch ein bisschen, dann den Hund mit der Hand in die Klappe. Es
Sie hörten Episode 7 von Charakterböden, einer Jadasta-Produktion. Der Meister einer Mischung war Marc Übel. Thorsten Schmidt besorgte Redaktion, Interviews und Fotos. Die Titelmusik kam von Oliver Doran Concept Johnson und Dennis Edle Pörter. Die restliche Musik via Frank Westerkamp, Dennis Hörter, die Webseite von Jan-Niklas Jansen und Logo und Cover Jonathan Gehlen. Die wie immer wachsamen Adleraugen im Lektorat gehören Carmen Hofmann. Und alle zusammen möchten wir sehr gerne allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien danken. Insbesondere wieder Eva und Hajo Becker für ihre Zeit, Geduld und Einsatz weit über diese Aufnahmen hinaus. Wohlsein. Hundel, komm! Aus!